Herzlich willkommen zurück zu Don't Starve, aber wir starven sowas von hart. Ich hab mal meinen komischen Helm angezogen und guck, dass ich ein bisschen weiterkomme. Wenn ich jetzt in den ersten 5 Minuten sterben sollte, werde ich den Part noch hinten an die nächste Folge setzen, denn ich habe keinen blassen Schimmer, ob meine Air Muffs mich überhaupt warm halten. Bla 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 bla. Vielleicht schaffe ich es ja noch ohne Essen bis zu den Kaninchen und zurück vom Hunger her. Oh ja, du bist aber jetzt großzügig, ne? Vielleicht schaffst du es ja auch noch eben schnell zur Dönerbude. Achso, ja, ja, sicher. Oh, ich habe Samen gefunden. Waren es deine? Ich glaube nicht. Okay. Komm ab in dein Loch, du Scheißvieh. Na, so jetzt nicht. Oh, ich habe Berries gefunden. Bären. Oh, Bären. Wenn du in ein Gebiet gehst, wo wir noch nicht waren, kannst du noch Sachen finden. Wie Bären. Ich friere ein. Verdammt! Ich friere. Ich kriege zwar noch keinen Schaden, aber ich habe schon diesen weißen Rand um mich herum. Ah, ich krieg friere. Jetzt krieg ich Schaden. Scheiße. Nein! Oh Gott, ich glaube, das war's mit mir. Ah, ich laufe in die falsche Richtung. Nein! Ja, ich erfriere. Und eine Fackel hilft ja, glaube ich, nicht. Oh Gott! Ich krieg keine Kaninchen. Ah, 14 Leben! ich weiß, wie du dir selbst helfen kannst, wenn du erfrierst. Wie denn? Ich hab was angezündet. Es ist zwar was zu essen gewesen, aber ich konnte aussuchen zwischen erfrieren mit 12 HP oder, verhungern. Ach guck mal, hier ist einer vor kurzem gestorben. Von uns. Echt? Der hat ganz viele Sachen dabei gehabt. Wer war das wohl wahr? Wo bist denn du? Rechts neben der Statue war das. Oh 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 oh. Ich muss irgendwas anzünden. Da. Leid. Denk dran, immer weit genug vom Feuer wegzustehen, sonst kriegst du Schaden noch. Mami, ich will nach Hause. Sag meine Motorteile, dass ich sie liebe. Sag mein Motherboard, ich liebe sie. Warning. Scheiße, ich erfriere. Ich hab mich verlaufen, verdammt. Nein. Alles fressen. Ich schaff's definitiv nicht mehr bis nach Hause. Wo bist du denn schon wieder auf der Karte? Ich bin quasi neben dem Lager. Aber auf der anderen Seite vom Wasser. Ja. Dann mach dir doch ein Lagerfeuerchen. Ich hab ja nichts dabei. Dann nimm ihm schnell was, was da liegt. Und wie zünd ich das dann an? Mit einem Feuer. Das war's. Verdammt. Das Schlimmste ist, ich werde jetzt auch verhungern. Kannst ja mal herkommen, da kann ich dich ja wiederbeleben. Ja, dauert ein bisschen, ne? Ja. Wenn es zu lange dauert, dann verhungere ich oder ich nehme das Monsterbeet und versterbe einfach eine Vergiftung. Also blind die Kanickel nachlaufen ist auch eine blöde Idee. Ja. Kommst du da drauf? Ich weiß nicht, wird so kalt mit der Zeit. Oh, eine Monster-Lasagne. Ob ich die essen sollte? Ich denke nicht. Auf vier Monsterfleisch kriegst du eine Monster-Lasagne. Ich glaube nicht, dass ich diese essen sollte. Wäre sie verträglich für meine Gesundheit? Ich denke nicht. Was denken Sie? Schaffst du schon? Ja, ja, locker. Lacker von Hocker. Warte mal, wir haben noch Kohle. Wir haben noch Kohle. Nom, 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 nom. Wir haben Holz. Kohle, Holz und eine Spinnenseide. Wir können uns vielleicht noch ein Boomerang machen. Ein Boomerang.
Schön, dass du also wiederbelebt wurdest, eine Mütze aufhattest. Nicht bewegen! Oh mein Gott. Wo sind die ganzen Vögel? Ach, fick dich. Vögel, klasse. Ihr leckt mir am Arsch. Ich esse gleich Erde. Da, Mosel, Bratz. Rechts in der Kiste. Hinter der Wall ist auch noch eine. Feder! Full Reserve is low. Oh. Ich werde dich essen. Ich könnte die Monster-Lasagne essen. Ich hab hier noch, Ja, du brauchst ja auch, ne? Ja, bei mir sieht's im Moment aber einigermaßen gut aus. Dann isst du den anderen. Da, ich hab's auf den Boden gelegt. Wir haben noch ein Monster-Meat und eine Monster-Lasagne. Die Monster-Lasagne ist... Nee, nicht schon wieder. Okay, der letzte überlebt und am wenigsten Leben hat, der muss die Monster-Lasagne essen. Das ist dann so eine Blausäure-Kapsel. Ist doch wahr. Das ist ja fast eine Blausäure-Kapsel. Hey, ich höre, ich klimper, sehe aber die Arme nicht. Ja, will ich die ganze Zeit weglatsch. So. Ah, du latschst die also weg. Soll ich dir ein bisschen Wind fädeln? Ich tu fädeln, fächern, fädeln, fädeln. Oh, der nimmt uns mit, ins Paradies. Michael Jackson. Entschuldigung. Vielleicht nicht gerade ein netter Kommentar. Ja, ach. Oh, Oma, bist du's? Da ist so ein Schatten. Mhm. Das ist bestimmt die Oma aus diesem Büro, damals, was Rock Let's Play hat. Die sieht so aus. Ich hab dir mal was gegeben. Was soll ich damit? Deine Rüstung wiederholen. Ich versuche ein paar Vögel hier in der Umgebung zu kriegen. Dass wir vielleicht ein bisschen mehr Essen haben. Ach schön, alles was ich habe sieht aus wie ein bisschen verkrüppelt. Eine Beere. Oh, Beere. Ah, ich habe dieses wunderschöne Rauschen. Oh, ist das nicht beruhigend? Rauschen? Ja, wenn du geistig dein Bildungszustand auf den einer Hauptschule runtergeht. Ach so. Ja, das müsste mir doch eigentlich gewohnt sein, ne? Ja. Dieses komische Rauschen da. Da, wenn wir dumm werden. Wir verlieren nicht den Verstand, wir werden dumm. Ich Ach, bin du meinst, wir lesen die Bild. Ja. Das ist der ja. Zustand, wie sehr du bildinfiziert bist. Also ich bin schon, ich habe nur noch 49% Widerstand gegen die Bild. Sie trifft mich bald kritisch. Dauert auch einen halben Tag hinzurennen, wo ich krepiert bin, also. Ich habe noch dreimal was zu essen, ey! Blow dort! Feuer dort, Sleeping dort, können wir alles nicht herstellen. Du kannst auch nicht so ganz frische Sachen essen, ne? Wie? Ja, Sachen, die kurz vom Vergammeln sind, ne? Nee. Also ich kann die essen und du nicht. Ja, deswegen ja. Ich könnte die essen, mein Roboter sollte es keinen Unterschied machen, zumindest stand das als Fähigkeit. Ey, der Tag wurde länger! Oder täuscht's? Guck mal. Ich glaub schon. Ja sicher, der war doch auf die Hälfte schon. Was los? Mama, hast du noch so ein Ding zu mir belegen? Wieso?
Du bist nicht tot. Noch nicht. Nein, ich habe auch nur 13 Leben. Was ist mit Wiederbeleben? Wird nix. 24, 23, 22. Frierst du gerade weg? 20, 19, 18. Lauf doch mal schneller. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nein! Nein! Oh, meine Oma ist ja gestorben. Nein! Oh, dann cool, eine Monster-Lasagne! Ja, komm, zumindest 32 Tage haben wir sie überlebt. Kann man das Thermostat spuken? Wird es dann höher? Höher? Nö, es wird noch weniger. Es geht kurzzeitig weg, siehst du das? Ja, der kalte Schauer, wenn ein Geist durchfliegt, ne? Oh, paranormal activity. Ja, was haben wir da Schönes zu sagen? Ob eine weitere Folge kommt, wissen wir nicht. Werden wir sehen. Da wir... Jetzt wird's warm. Ja, auf einmal. Und wie gesagt, ob eine weitere Folge kommt, wissen wir nicht. Eventuell kann sein, wir haben aber erstmal was anderes geplant gehabt. Das kommt als nächstes. Was hast du jetzt gesagt? Ja. Achso, ja. Ich dachte, ich hab schon verstanden, du hast das Spiel rausgegeben. Das darfst du doch gar nicht. Na, ich hoffe. Ich weiß von nichts, also. Du weißt von nichts? Nö. Das schockiert mich aufs Tiefste. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zusehen, auch wenn wir uns selten dämlich anstellen. Diese Pinguine gibt mir eure Eier. Ja. Sind 32 Tage, was soll man da großartig zu sagen? Ich wünsche einen schönen, erholsamen Tag noch. Auch wenn die Folge etwas kürzer ist, zumindest ist sie noch 12 Minuten lang. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal in einem anderen Projekt. Jetzt bist du dran, du darfst auch mal Tschüss sagen. Ja, Tschüss. So viele sagen. Ja. Gut, Tschüss. Ciao.